Hallo allerseits und willkommen zur heutigen Online-Class mit Clara und mir. Wir haben heute mal wieder nette Intervalle am Programm. Und zwar, wenn wir alle 3 Minuten eine Runde starten, für 6 Runden insgesamt, und eine Runde besteht aus 20 Swings, könnt ihr bei einer Kettlebell, eine Kurzhantel oder einen Rucksack verwenden. Dann geht es auf den Boden für 20 Hollow Rocks. Die können wir entweder in der vollen Variante machen oder auch mit Beinen angewinkelt. Wäre auch eine Option. Und dann haben wir 20 Deadlifts. Das geht wieder auf die Füße zurück zum Gewicht. Das Gewicht berührt im Idealfall jedes Mal den Boden. Und dann zum Abschluss der Runde 20 sogenannte Tall Side Plank Raises. Wir würden hier alle 20 Wiederholungen auf derselben Seite machen und erst in der nächsten Runde den Arm wechseln. Und so haben wir immer abwechselnd eine Übung für die hintere Kette und dann eine Übung für den Bauch. Das soll sich gut ausgehen innerhalb von 3 Minuten, sodass ihr doch noch, ich sag mal, gute 30 Sekunden oder länger Pause habt. Falls sich das nicht ausgeht, dann wollen wir auf jeden Fall die Wiederholungen ein bisschen anpassen. Dafür wollen wir uns gut aufwärmen. Wir haben im Warm-up einen 5-Minuten M-Rap, wo wir uns durchgehend bewegen, von 10 Schritten vom Hinge-Walk, das ist ein Fuß vor den anderen, und wir kippen im Becken, das ist die erste Bewegung. Dann folgen 10 Reverse Lunges mit einem Kick. Das heißt, wir steigen zurück, Knie berührt den Boden und Kick zur gegenüberliegenden Hand. Jedes Mal das Bein wechseln. Und dann haben wir 10 sogenannte Plank Rolls, wo wir aus dem Front Plank in einen Side Plank rollen, für einen kleinen Augenblick halten und wieder zurück in den Front Plank. Und jedes Mal, wenn ihr zurück in den Front Plank rollt, zählt als Wiederholung. Das heißt, ihr geht quasi 5-mal auf jede Seite in den Side Plank. Okay? Macht euch bereit für dieses, ich sag mal, allgemeine Durchbewegen. In 10 Sekunden geht es bereits los. Jeder bewegt sich in seinem Tempo. Und wir starten mit 10 Schritten von diesem Hinge-Walk. Ihr könnt dabei alle 10 Schritte gerade nach vorne machen. Ihr könnt auch bei der Hälfte gehen oder euch umdrehen, sodass es sich. Und was ist kleiner Schritt, den anderen setzen, Hintern zurück kippen. Mit langer Wirbelsäule nach vorne neigen. Ihr wollt einen guten Zug in der Oberschenkelrückseite vom vorderen Bein spüren. 10 ist hier die magische Zahl. Und sobald ihr 10 habt, folgen 10 Reverse Lunges mit einem Kick. Wir wechseln dabei jedes Mal das Bein, das zurücksteigt, und wir kicken immer zur gegenüberliegenden Hand. Lasst dabei das Kickbein möglichst gestreckt, sodass ihr im Idealfall auch hier einen guten Zug in der Oberschenkelrückseite spürt. Achtet darauf, dass das Knie sehr sanft zum Boden kommt und ihr euch kontrolliert runterlasst aus Beinkraft. Und so sammeln wir 10 Wiederholungen. Dann geht es weiter mit der Plank Roll. Wir wollen 10-mal in den Side Plank und wieder zurück in den Front Plank. Ihr wechselt dabei jedes Mal die Seite. Einmal geht es auf den linken Unterarm in den Side Plank, wieder zurück zur Mitte, dann auf den rechten Unterarm in den Side Plank. Wieder zurück zur Mitte. Und immer wenn ihr zurück zur Mitte kommt, zählt es als eine Wiederholung. Das heißt, wir gehen 5-mal auf jede Seite in den Side Plank. Und wenn ihr davon 10 Stück habt, dann geht es wieder von vorne los mit unserem Hinge Walk. Und wir machen das noch für gute 3,5 Minuten. Danach sollte sich die hintere Kette locker fühlen. Und wir haben gute Körperspannung und sind schon mal ein bisschen mit den verschiedenen Plank-Positionen vertraut. Wenn ihr 10-mal von Plank zu Plank gerollt seid, wieder auf die Füße, die nächsten 10 Schritte vom Hinge-Walk. Wichtig dabei, es geht hier nicht zwangsweise darum, so tief wie möglich zu kommen. Haltet ruhig guten Abstand zum Boden, geht nur so weit in die Position, wie es eure Hüfte zulässt und wie ihr die Wirbelsäule schön lang und gerade halten könnt. Auch bei der 2. Runde Reverse Lunges mit Kick merkt ihr vielleicht, dass ihr eine Spur höher kicken könnt. Aber auch hier wollen wir nichts erzwingen. Gerne auch etwas weiter unten bleiben mit den Kicks und versucht dabei das Bein, wie gesagt, möglichst gestreckt zu halten. Auch das Standbein soll fest durchstrecken beim Kick. So haben wir noch gute 2 Minuten
auf der Uhr konstant weiter bewegen. Auch bei den Plank Rolls keine Eile. Haltet gerne jede Position für solide 1-2 Sekunden. Checkt in jeder Position, könnt ihr euren Hintern anspannen? Das ist immer ganz wichtig. Hintern anspannen, Becken aufrichten. Haben wir Zugriff auf die Bauchmuskulatur, entweder vorne beim Front Plank oder seitlich beim Side Plank. Manchmal hilft es auch, die Muskulatur zu ertasten. Und so bewegen wir uns von einem Plank zum anderen. Wer auch hier 10 Wiederholungen hat, startet in die dritte Runde von diesem Warm-up. Wir haben noch etwas über eine Minute auf der Uhr. Wir machen das Ganze so weit, wie wir kommen in der Zeit. Wie gesagt, weiterhin ohne Hektik. Jeder in seinem Tempo. Nochmal gut in die Hamstrings spüren. Gut üben, im Becken den Knick zu erzeugen. Der Rücken selbst bleibt schön gestreckt. Die Wirbelsäule bleibt schön lang. Letzten 40 Sekunden. Wer zu den Reverse Lunges kommt, nochmal entschlossene Kicks. Im Idealfall nochmal ein Stückchen weiter rauf als in der Runde davor. Aber weiterhin schon lange Beine. Die letzten 10 Sekunden. Und 3, 2, 1. Und geschafft. Das war unser Warm-up-M-Rap. Als nächstes kommen wir zu einem kleinen Mobility-Teil. Und zwar starten wir da am Boden im Vierfüßlerstand. Wir drehen die Fingerspitzen zu uns und verbringen 30 Sekunden in einem Wrist-Stretch. Ihr kennt den Drill, aktiv die Handfläche in den Boden drücken, sodass die ganze Handfläche Bodenkontakt beibehält. Und dann könnt ihr von hier entweder aktiv vor- und zurück rocken oder nach links und rechts oder kleine kreisende Bewegungen machen. Ihr könnt die Position auch einfach nur halten. Wir bleiben dann noch für 10 Sekunden. Und geschafft. Als nächstes haben wir einen Stretch für die Hüften und Oberschenkelrückseiten, und zwar der Hipflexor-Stretch, wo wir das Bein vorne aufgestellt haben und aktiv den Hintern anspannen und das Becken nach vorne schieben, bis wir vorne Zug im Hüftbeuger spüren. Dann wollen wir das vordere Bein strecken, den Hintern zurückschieben, bis wir einen Zug in der Oberschenkelrückseite vom vorderen Bein spüren. Und so wechseln wir die beiden Positionen ab für die nächsten 30 Sekunden. Jeder geht in seinem Tempo vom Hipflexor-Stretch, aktiv Hintern anspannen, Becken aufrichten, in den Hamstring-Stretch, Becken kippen und zurückschieben. Im Idealfall kommt ihr von Mal zu Mal ein bisschen tiefer in den Stretch, aber auch hier nicht übertreiben. Noch 10 Sekunden, bevor wir das Bein wechseln. Und wir stellen den anderen Fuß vorne auf. Hier dasselbe Spiel. Wir finden einmal guten Zug vorne im Hüftbeuger, dann Becken kippen, Hintern zurückschieben, vorderes Bein strecken für guten Zug in der Oberschenkelrückseite. Achtet aber darauf, dass die Wirbelsäule auch hier schön lang bleibt. So wie vorhin schon kommt die Bewegung aus der Hüfte zustande und nicht über ein Runden in der Wirbelsäule. Das wollen wir vermeiden. Und geschafft. Sehr schön. Dann als drittes und letztes verbringen wir etwas Zeit in der Cobra. Wir starten dabei am Bauch liegend, die Hände neben dem Körper wie bei einem Liegestütz und wollen von hier die Wirbelsäule in die Streckung bringen, die Brust schön hoch zur Decke ziehen. Und wir verbringen auch hier 30 Sekunden. Geht auch hier nur so weit in die Position, wie es sich für euch gut anfühlt. Ihr könnt auch gerne die Unterarme am Boden ablegen oder die Hände ein bisschen weiter auseinandernehmen. Wichtig dabei ist auch den Hintern fest anspannen. Vollgas, die Pobacken zusammenkneifen, sodass die Streckung aus der Wirbelsäule kommt. Atmen in der Position, nicht zu verkrampft.
Und geschafft. Sehr schön. Gut, als nächstes haben wir zwei Runden von drei Übungen, die uns etwas näher an unsere Workout-Übungen führen sollen. Und zwar, wenn wir als erstes etwas Zeit in einem Tall Side Plank verbringen. Beim Tall Side Plank ist ähnlich wie der Side Plank, aber der Arm soll gestreckt sein. Und ihr könnt die Füße gerne nebeneinander setzen für bessere Balance. Wer sich ein bisschen challengen will, kann die Füße theoretisch auch übereinander tun, was es von der Balance her deutlich anspruchsvoller macht. Und von hier sammeln wir erstmal fünf sogenannte Tall Side Plank Rotations. Einmal reichen wir unten durch und dann drehen wir wieder alles schön hoch zur Decke. Okay? Probiert es mal aus. Wir sammeln fünf Wiederholungen pro Seite. Langsam und kontrolliert finden wir erstmal in diesen Tall Side Plank mit gestrecktem Arm. Gerne die Füße nebeneinander für bessere Balance. Wer sich challengen will, wie gesagt, übereinander. Und dann fünfmal einmal unten durchreichen, der Oberkörper dreht schön mit. Und dann wieder hoch zur Decke reichen, der Oberkörper dreht wieder schön rauf. Lasst euch Zeit, spielt euch ein bisschen mit der Balance in dieser Bewegung. Ihr merkt schon, durch den gestreckten Arm müssen wir hier gut arbeiten in der Schulter und im Handgelenk, um zu balancieren. Falls das gar nicht hinhauen sollte oder sich ungut anfühlt im Handgelenk, könnt ihr natürlich auch in einen normalen Side Plank wechseln mit dem Unterarm am Boden. Auch das wäre auch nachher im Workout eine gute Option. Gut, als zweites wollen wir uns mit dem Hollow Rock beschäftigen. Wir starten hier erstmal im Tuck. Tuck heißt ganz einfach, dass die Beine angewinkelt sind. Wir rollen über den unteren Rücken schön rund vor und zurück. Probieren wir es aus gemeinsam für 10 Wiederholungen. Jeder 10 Tuck Hollow Rocks. Ihr wollt dabei abwechselnd auf den oberen Rücken rollen, sodass das Steißbein vom Boden wegkommt. Dann über den unteren Rücken auf das Steißbein rollen, sodass die Schultern schön vom Boden wegkommen. Bauchspannung halten, schön rund bleiben, Beine erstmal angewinkelt. Wenn ihr so 10 Stück habt, wieder auf die Füße. Und als nächstes schnappen wir uns unser Gewicht, eine Kettlebell, eine Dumbbell, einen Rucksack, was auch immer ihr zu Hause habt. Und wir werden damit 10 Romanian Deadlifts sammeln. Das heißt, aus einer stehenden Position schieben wir den Hintern zurück, die Wirbelsäule bleibt lang, wir neigen nach vorne und richten uns wieder ganz auf. 10 Wiederholungen für jeden, los geht's. Ähnlich wie wir es jetzt schon davor geübt haben im Warm-up, soll die Bewegung nur aus der Hüfte kommen. Die Beine bleiben recht lang, wobei das Knie nicht ganz durchgestreckt sein soll, sondern ein ganz leichter Knick im Knie ist das, was wir hier haben wollen. Dann Becken schön zurückschieben, in der Hüfte beugen. Ihr solltet so einen guten Zug in der Oberschenkelrückseite spüren. Und wir gehen auch hier nur so tief, wie wir können, mit langer Wirbelsäule, stolzer Brust und Spannung in der Rückenmuskulatur. Bleibt gerne ein gutes Stückchen über dem Boden mit eurem Gewicht. Wenn ihr so 10 habt, Gewicht wieder vorsichtig zum Boden bringen. Und wir sammeln nochmal 5 Tall Side Plank Rotations. Wir starten in unsere zweite Runde von diesen 3 Übungen. Spielt euch nochmal mit dieser Tall Side Plank Position, um auch schon herauszufinden für nachher, will ich die Füße übereinander oder nebeneinander halten? Kann ich den Arm gestreckt lassen oder will ich vielleicht auf den Unterarm wechseln? Je nachdem, wie gut das für euch funktioniert. Ihr versucht hier nochmal möglichst viel Bewegung im Oberkörper reinzubringen. Eine schöne Drehung aus der Wirbelsäule Richtung Boden und durchreichen und dann wieder Drehung hoch zur Decke. Wenn ihr so 5 pro Seite habt, kommen wir zur zweiten Übung. Wir haben nochmal 10 Hollow Rocks im Tuck und schauen, ob wir hier richtig fest den unteren Rücken in den Boden pressen können, indem wir die Bauchmuskeln vorne anspannen. Die Schultern bleiben schön weg vom Boden, auch das Steißbein bleibt leicht weg vom Boden und so rollen wir schön vor und zurück. Auch hier ein bisschen reinspüren, wie ihr euch da tut mit der Körperspannung. Und wenn ihr davon 10 Stück habt, geht es noch ein letztes Mal an unser Gewicht und wir sammeln noch einmal 10 Romanian Deadlifts. Wir üben hier nochmal mit Gewicht, ähnlich wie wir es auch nachher machen werden, ganz, ganz oft in der Hüfte zu beugen, weniger über die Knie zu arbeiten, gar nicht über die Wirbelsäule zu arbeiten, die bleibt schön steif und stabil, sondern die Bewegung kommt vor allem in Hüftgelenk zustande. 10 Stück. Danach Gewicht wieder ablegen für einen Augenblick. Macht eure zweite Runde noch fertig.
Und dann schauen wir zu einer kleinen Mini-Runde unserer Workout-Übungen, sodass jeder ganz genau weiß, was ihn erwartet. Das Erste, was wir nachher im Workout machen werden, sind Swings. Dabei wollt ihr beide Hände an eure Kettlebell, Kurzhantel oder auch euren Rucksack. Und wir schwingen von Hüfthöhe auf Schulterhöhe. Merkt, wie weit das Gewicht wegbleibt vom Boden. Okay, wir probieren es mal aus für 6 Wiederholungen. Jeder hat 6 Swings. Die Bewegung kommt auch hier vor allem aus der Hüfte, explosiver Hüftstreckung zustande. Und uns reicht, wie gesagt, Schulterhöhe. Dann nach 6 Swings haben wir jetzt den Hollow Rock. Wenn ihr da stark seid und es vorhin gut ging, wollen wir jetzt die Beine und Arme strecken. Und so rocken wir 6-mal vor und zurück. Probiert es mal aus. Könnt ihr da den unteren Rücken rund halten und Bauchspannung halten? Oder merkt ihr, dass ihr da so ein bisschen in das Hohlkreuz verfällt? Dann wollen wir die Beine wieder anwinkeln. Je nachdem. Dann die dritte Übung wird sein der Deadlift. Jetzt würden wir gerne mit dem Gewicht immer den Boden berühren. Und dazu werden wir wahrscheinlich etwas mehr in die Knie gehen müssen. Was voll okay und erwünscht ist. Also leicht in die Knie gehen, weiterhin aber den Hintern schön zurückschieben, sodass wir den Boden berühren können mit gestrecktem Rücken. Für 6 Wiederholungen in unserer Mini-Runde. Und dann die vierte und letzte Übung im Workout wird sein der Tall Side Plank Raise. Wir waren jetzt schon in der Position. Jetzt wollen wir das Becken Richtung Boden absenken und dann so weit wie möglich raufschieben. 6-mal auf der einen Seite, dann 6-mal auf der anderen Seite in der Mini-Runde. Probiert es nochmal aus und achtet darauf, könnt ihr den Arm schön gestreckt halten oder wollt ihr eventuell auf den Unterarm wechseln? Und auch, könnt ihr die Füße übereinander halten oder wollt ihr sie eher nebeneinander platzieren? Alles super Optionen, es gibt hier kein richtig oder falsch. Was wir sehen wollen, ist gute Bewegung in der Hüfte, die wandert schön tief und wieder hoch. Und wir merken, wie die seitlichen Bauchmuskeln arbeiten müssen. Nach dieser kleinen Mini-Runde gibt es erstmal 2 Minuten Verschnaufpause für alle Beteiligten. Und wir wollen diese 2 Minuten nutzen für eine kleine Trinkpause, Pinkelpause. Richtet euch gerne eine Matte her für die Hollow Rocks und für diese Tall Side Plank Raises. Keine schlechte Idee. Eventuell nochmal das Gewicht anpassen, je nachdem, was ihr zur Verfügung habt. Und ich gehe nochmal kurz das Workout mit euch durch. Wir haben jetzt dann gleich die Uhr eingestellt auf Intervalle. Sie wird immer für 3 Minuten raufzählen. Bei 3 Minuten piepst es und die nächsten 3 Minuten beginnen. Und so haben wir 6x3 Minuten auf der Uhr. Und innerhalb der 3 Minuten soll sich ausgehen 20 von unseren Swings, wo wir von Hüfthöhe auf Schulterhöhe swingen. Dann 20 Hollow Rocks, wo ihr entweder, wenn ihr stark seid, die Beine und Arme gestreckt lasst oder auch gerne euch klein macht. Ihr könnt hier theoretisch auch mischen und zum Beispiel die ersten 10 mit gestreckten Beinen, dann anwinkeln für die weiteren 10. Dann geht es weiter mit 20 Deadlifts. Denkt dran, hier würden wir gerne den Boden berühren. Dazu werdet ihr leicht in die Knie gehen müssen. Und dann haben wir 20 von diesen Tall Side Plank Raises. Und Achtung, wir würden gerne alle 20 Wiederholungen auf derselben Seite absolvieren. Und erst in der nächsten Runde wechseln wir auf die andere Seite. So haben wir bei 6 Runden jede Seite 3-mal. Wichtig wird sein, im Idealfall wählt ihr hier Übungsvarianten und auch ein Gewicht, mit dem ihr die Wiederholungen doch die meiste Zeit zumindest am Stück schafft. Das heißt 20 Swings am Stück, 20 Hollow Rocks am Stück, 20 Deadlifts am Stück und noch 20 von diesen Tall Side Plank Raises. Wenn ihr merkt, puh, mein Gewicht ist ein bisschen zu schwer für 20 Reps oder auch die Übungen sind ein bisschen zu schwer, dann gerne die Wiederholungszahl etwas runterschrauben, ist keine schlechte Option. Zum Beispiel 18 von jeder Übung oder 16 von jeder Übung. Oder ihr könnt auch nur eine Übung runterschrauben, falls ihr merkt, die ist der limitierende Faktor für euch. Aber ganz wichtig, es soll sich gut ausgehen in den 3 Minuten. Und wir hätten doch gerne zumindest mindestens 30 Sekunden Pause. Wenn ihr da mal zu nah an die 3 Minuten rankommt, gerne ein bisschen anpassen. Gut, wir lassen die Uhr gleich nochmal ablaufen. Und ich stelle erstmal unsere Intervalle ein. Und zwar sind es 6 Stück insgesamt. Clara wird mit euch mitturnen. Das heißt, wenn ihr euch mal nicht sicher seid, wie soll die Übung aussehen, was passiert als nächstes, Blick zu Clara. Und wir machen uns bereit für die erste Runde. Wir starten mit 20 Swings auf die Füße mit euch. Es geht los in 10 Sekunden. 20 Swings von der Hüfte auf Schulterhöhe. Und los geht's.
gute Spannung im Rücken halten, fest aus dem Hintern anschieben. Merkt, wie die Pobacken zusammenkneifen bei jedem einzelnen Swing. Atmen dabei, am besten immer mit dem Anschieben ausatmen. Ist hier die magische Zahl. Danach geht es weiter mit Hollow Rocks. Das heißt, auf den Rücken, fest den Bauch entspannen, unteren Rücken in den Boden pressen und dann rollen wir aktiv vor und zurück über den unteren Rücken. Auch hier suchen wir eine Variante, wo 20 gut am Stück gehen. Denkt dran, ihr könnt gerne die Beine anwinkeln, das macht es deutlich leichter. Und ihr könnt auch mischen. Auch 20 ist hier die magische Zahl. Danach geht es wieder zurück ans Gewicht für 20 Deadlifts. Auch hier erst unten gute Spannung im Rücken finden. Dann schieben die Beine an, um das Gewicht nach oben zu befördern. Und wir gehen hier so viel in die Knie wie nötig, sodass wir gut zum Boden kommen. Auch hier atmen. Jedes Mal oben fest die Pobacken zusammenkneifen. Auch hier ist 20 die magische Zahl. Bevor wir zu unserer letzten Übung kommen, 20 Tall Side Plank Raises. Wir bleiben dabei auf derselben Seite. Der Arm soll im Idealfall ganz gestreckt bleiben. Die Füße nebeneinander oder übereinander, wer sich challengen will. Wir wollen 20 Mal die Hüfte tief und hoch schieben. Auch hier flotte Wiederholungen. So wie schon zuvor sollen auch die gut am Stück gehen. Und Achtung, wenn ihr hier 20 habt, dann gibt es erstmal eine Pause. Clara hat jetzt noch gute 45 Sekunden Pause, so soll es sein. Und wir haben jetzt noch 30 Sekunden auf der Uhr, spätestens jetzt sollten alle durch sein. Falls sich das nur sehr knapp oder gar nicht ausging, dann gerne, wie gesagt, die Wiederholungen leicht reduzieren. Wir wollen doch diese kurzen Pausen dazwischen haben, um die Bewegungsqualität oben zu halten. Und so geht es jetzt weiter mit der nächsten Runde in 5, 4, 3, 2, 1. Wir starten wieder von vorne, wieder mit 20 Swings. Weiterhin hier guten Abstand vom Boden halten. Bei den Swings wollen wir möglichst weit weg vom Boden bleiben. Es geht von der Hüfte auf Schulterhöhe. Atmen weiterhin dabei. Dann folgen wieder 20 Hollow Rocks. Nicht locker lassen, bei denen richtig fest in der Körpermitte alles anspannen. Macht euch so rund wie möglich im Rücken. Versucht auch hier zu atmen. Danach geht es wieder an die Deadlifts. Hier schiebt der Hintern schön zurück. Wir gehen leicht in die Knie. Und kommen mit gestrecktem Rücken unten an. Ganz aufstehen bei jeder Wiederholung. Das erreicht ihr, indem ihr fest den Hintern anspannt oben. Und Achtung, wer zu den Tall Side Plank Raises kommt, nicht vergessen, den Arm zu wechseln. Da machen wir jetzt alle 20 Wiederholungen auf der anderen Seite. Das Becken wandert schön tief und hoch.
Auch hier an lange Wirbelsäule denken. Achte darauf, dass die Brust nicht zum Boden zeigt, sondern schön in den Raum. Flotte 20 Reps. Und den Rest der Zeit haben wir wieder Pause. Das sind jetzt noch 30 Sekunden auf der Uhr. Und so geht es weiter für die nächsten 4 Runden. Denkt dran, jedes Mal den Arm zu wechseln beim Tall Side Plank Raise. Haltet gute Spannung im Rücken und in den Hamstrings bei euren Swings und Deadlifts. Weiter in 5, 4, 3, 2, 1 und los geht's, Runde 3. Wir kämpfen weiterhin um große Sätze. Nicht ablegen, bis ihr eure Wiederholungen habt. Bei den Hollow Rocks maximale Körperspannung. Versucht dadurch zu übertreiben mit der Spannung. Richtig fest den unteren Rücken in den Boden pressen. Keine Kompromisse bei den Deadlifts. Wir halten da gute Spannung im Rücken. Und wir kommen wieder zurück auf die erste Seite bei unseren Tall Side Plank Raises. Lass die seitlichen Bauchmuskeln gut brennen. Im Idealfall werdet ihr hier immer zum selben Zeitpunkt auf der Uhr fertig. Das heißt, eure Runden bleiben gleich flott. Das wollen wir haben. 30 Sekunden auf der Uhr. Es gilt weiterhin, wenn wir mal zu nah an die 30-Sekunden-Marke kommen, gerne auch für die letzten Runden nochmal leicht anpassen. Es ist bei der Hälfte noch 3 weitere Runden. Macht euch bereit für die nächste Runde in 5, 4, 3, 2, 1 und go. Ihr wisst jetzt, wie sich diese Runden anfühlen. Jetzt heißt es dranbleiben. Versucht jede Runde dieselbe Leistung abzurufen. Atmet euch durch diese Runden. Ganz, ganz wichtig, Luft rein, Luft raus. Wir achten gut darauf, dass wir nicht die Luft anhalten müssen. Das ist auch bei den Hollow Rocks gar nicht so einfach.
Lass den Hintern brennen bei den Deadlifts. Und denk dran, die Seite zu wechseln bei den Tall Side Plank Raises. Fünfundvierzig Sekunden auf der Uhr. Langsam wollen wir wieder durch sein mit unserer Runde. Und 30 Sekunden auf der Uhr. Wir kommen zu den letzten zwei Runden. Noch 10 Sekunden. Drei, zwei, eins, Runde 5. Let's go. Haltet euer Tempo oben. Kämpft weiterhin um große Sätze. Ihr wisst inzwischen auch, wo ihr Spannung halten müsst. Neunzig Sekunden auf der Uhr. Schnappt euch diese vorletzte Runde. Nicht loslassen, immer weiter. Und ein letztes Mal Tall Side Plank Raises auf der Seite. Noch 60 Sekunden auf der Uhr. Auch diese Runde soll sich wieder gut ausgehen. Nochmal eine kleine Verschnaufpause vor der letzten Runde. Und wenn ihr bisher euer Tempo gut halten konntet, dann wollen wir jetzt in der letzten Runde nochmal Gas geben, mit dem Wissen, dass danach nichts mehr kommt. Macht euch bereit für diese letzte Anstrengung heute. In 10 Sekunden geht es wieder weiter. 5, 4, 3, 2, 1 und los geht's. Ein letztes Mal 20 Swings. Fest den Hintern anspannen bei jeder Wiederholung.
Lasst euer Gesäß gut arbeiten. Danach noch ein letztes Mal 20 Hollow Rocks. Feste Bauchspannung, nicht locker lassen. Macht euch die nochmal richtig zart, diese Hollow Rocks. Spannt alles härter an, als ihr müsstet. Danach die letzten 20 Deadlifts. Auch hier nochmal Hintern fest. Fast geschafft. Letzten Deadlifts, letzten Tall Side Plank Raises. Nochmal flott die Hüfte schön tief und wieder hoch. Spürt in eure seitlichen Bauchmuskeln. 20 ist die magische Zahl, noch 60 Sekunden auf der Uhr. Sehr stark, Clara. Letzten 40 Sekunden. Schnappt euch diese letzte Runde, wenn ihr noch dabei seid. Noch 20 Sekunden auf der Uhr. Gleich ist es vorbei. Ich hoffe, ihr seid schon durch. Kugelt am Boden herum und genießt noch diese letzten paar Sekunden des Workouts. Und wir hören es piepsen in 3, 2, 1 und geschafft. Top. Super gemacht, Clara. Sehr konstant ausgesehen. Ich hoffe, ihr zu Hause konntet auch eure Zeiten halbwegs konstant halten, die Wiederholungen möglichst unbroken halten. Und im Idealfall habt ihr da gemerkt, wie gut euer Hintern gearbeitet hat, der sollte jetzt brennen, ihr solltet merken, dass ihr da was gemacht habt. Und auch die Bauchmuskeln, sowohl vorne von den Hollow Rocks, als auch seitlich von diesen Tall Side Plank Raises. Ich sage danke fürs Einschalten, danke fürs Vorturnen, Clara. Danke, dass ihr mitgemacht habt und wir sehen uns wieder bei der nächsten Online-Class. Ciao allerseits.